Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin der Leo und wir spielen Need for Speed. Ich habe endlich mal ein bisschen Zeit gefunden, nach der anstrengenden Wochen auf der Arbeit. Und ja, beginnen wir mit einem neuen Let's Play, mit Need for Speed, um genau zu sein. Ich wiederhole mich, aber das ist auch kein Problem, denn ja, ich habe mir Need for Speed gegönnt und ich hoffe, euch gefällt's. Und ja, dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lang, drücken wir X zum Fortfahren. Leider ist das ja ein Online-Spiel, da steht ja leider auf der Hülle drauf. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Offline-Modus. So, wir werden das jetzt annehmen. Nö, ne? Oh, das ging ja schnell. Ich dachte schon. So, das ist das Hauptmenü. Ich starte das Spiel gerade zum ersten Mal. Und ja, dann werden wir kurz in den Einstellungen etwas gucken. Okay. Untertitel machen wir ein. Ja, speichern. Na gut. Dann würde ich sagen, was bedeutet das hier? Achso, ja, okay. Dann würde ich sagen, starten wir die Story. Ich werde noch kurz dazu zu sagen, ich werde jetzt ein wenig Gameplay aufnehmen. Das heißt, ich schätze mal so eine Stunde oder so, ungefähr. Das werde ich dann aufnehmen und dann im Nachhinein werde ich dann die Folgen zurechtschneiden und ja, so ist der Plan und ich hoffe, das funktioniert alles auch mit dem Aufnehmen und so weiter. Ich habe hier ein bisschen umgeräumt und ja, würde ich sagen, drücken wir X zum Spielen. Okay. Erstmal müssen wir warten. Ich hoffe, das ist auch die Story. Ah. Jetzt lädt's. Bisschen aufgeregt bin ich. Das letzte Need for Speed war Carbon, glaube ich, was ich gespielt habe. Das war auch ganz geil. Oder Undercover? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie die Reihenfolge ist. Deswegen schauen wir mal, wie das so wird. Keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis. Der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin Spike. Ich seh dich doch, okay? Reload. Triff Spike im Club. So, wir dürfen jetzt erst einmal fahren. Die. Yo, hier ist Spike. Dachte, ich ping dich mal auf Plan. Wow, hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden.
Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. So. Ich hab wahrscheinlich die Ladeszene gerade rausgeschnitten. Denn das war ja schon was lang. Oh. So. Da sind wir auch schon. Also die Grafik sieht schon ziemlich geil aus, muss man ja schon sagen. Mal sehen, was uns hier erwartet. Mann, du bist echt da. Siehst schick aus, Mann. Das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit, ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Oh, hey. Wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf. Das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was? Ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm meinen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Travis! Yo! Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Tja. Du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann. Er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht, es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. So. Was sind das für abgedrehte Typen? Aber gut. So, wir können jetzt 3 Wagen wählen zwischen Honda Civic Type R, einem Ford Mustang Foxbody oder ein Subaru BRZ Premium. Ja, welchen nehmen wir? Das ist die Frage. Kann ich mir keinen angucken, oder was? Schwierige Entscheidung. Also ich würde fast den Honda Civic nehmen. Kann ich... Achso, ich kann den halt nur kaufen. Okay. Ich glaube, ich nehme den Ford Mustang Foxbody. Weil ich denke mal, in anderen Let's Plays werden viele den Civic nehmen.
oder halt den Subaru. Und deshalb nehme ich den Ford Mustang Foxbody. Mal sehen, ob der gut ist. Ich hoffe. Ich kenne die Werkstatt. Yo. Finger weg von meinen Sachen. Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Ja. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames. Du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte. Sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt, mir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür. Also, wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das du weißt meinst, du. Dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist, was sie betrifft. Ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also. Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne, dann gehen wir auf Tour. Okay, der Spike, der wird, dem wird alles bezahlt von den Eltern. Jo, würde ich sagen, der passt gut rein. Und die anderen, mal schauen, wie sie so drauf sind. Vor allen Dingen, ich find's witzig, dass die alle sagen, ich bin ein Hammerfahrer, ey, hallo? Ich spiele sonst Battlefield und so. Also von daher. Alles klar, Jungs, die anderen warten auf uns. Ja. Los geht's! Folge den blauen Pfeilen auf dem Boden und die blaue Route auf der Minikarte, behalte die Route und auf der blablabla. Also ich muss den blauen Dingern folgen. Und das ist unser Auto. Oh. Mal sehen, ob der, ja, das bringt, was ich mir hoffe, dass wir am Ende eine richtig geile Karre haben. So, wir sind schon mal Erster. Das finde ich gut. Müssen wir mal schauen, wie der so auf der Straße liegt. Boah. Oh yeah. Also so an sich fährt er sich schon mal ganz gut. Ey, Spike, Junge. Geh weg mit deiner Karre. Und ich schätze mal, da wir am Anfang keine Schwierigkeit einstellen konnten, wird das im Spiel immer schwerer. Aber schauen wir mal. Überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee, nee. Spike ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein, nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emmanuel! Emmanuel! Schwing dein Hintern her zu uns. 4, 5, 4. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon, hey. Ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Ernsthaft? Wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein, nein, nein. Der Letzte am Diner gibt allen einen aus. Ja. Okay, Spike denkt auch noch, der wäre der Coolste. Mhm. Ja. Definitiv. Vor allen Dingen mit seiner 1200 Mäusejacke. Um ein Event zu starten, halte den Wagen auf dem Pfeil an, drücke die R1-Taste, wenn die Meldung erscheint, achte darauf, dass die Wagen in richtige Richtung zeigt. So. Dann werden wir erstmal alle nass machen hier, weil ich möchte den Diner nicht bezahlen. Hi, oh.
muss man gleich mal gucken, wenn wir die ganzen Hausbesuche gemacht haben, wie man Sicht ändert. Aber da gucken wir mal später. So, der fährt sich wirklich ganz gut, muss man sagen. Wow. Okay, das war krass. Oh. Ach, schon gewonnen. Krass. Keiner bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein Diner. Alles kostet mehr als 5 Mäuse. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Er hat noch ein Date. Ein Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann.